Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht, sagen Sie mal. Das gibt's ja nicht. Diese vier Hipster aus Berlin sind heute Abend zu uns gekommen und sie werden gleich als Team antreten, um den Haushalt einer Familie zu führen. Problem, dabei steht ihnen ein Mann gnadenlos im Weg. Ja, Kevin. Die Jagd beginnt. Guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. In der Tat haben sich wieder vier Großvater gefunden, die alle der Meinung sind, wir können heute einen Kevin besiegen. Warum sind Sie dieser Meinung? Ja, im Dunkeln ist gut munkeln, wa? Guten Abend. Können Sie mal hier das Licht anmachen? Hör ich einen schwäbischen Akzent? Ja, bist du Stuttgarter oder? Verzeihung, das ist jetzt hier nicht ganz richtig. Ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Ja, und ich habe Ihnen nicht so richtig über den Weg getraut und deswegen bin ich Ihnen hinterhergefahren. Aber ich muss ehrlich sagen, Sie sind ein echt feiner Kerl. Ich habe die Erfahrung von über 50.000 Fragen. Mein Name ist Lena Müller. Als gute Hobbysuppe verspreche ich dir, heute versalze ich dir die Köchin. Ich heiße Christian Kinner und bin amtierender Weltmeister im Jubelschreien. Und wie das klingt, davon kannst du dich selber überzeugen. Muchas gracias, afición. Ich bin para vosotros. Jedes einzelne Mitglied wird gleich erstmal zu mir kommen und in einer Schnellraterunde schon mal möglichst viel Geld für die Teamkasse einsammeln, um dann jeweils mit diesem Geld in ein Duell gegen den Jäger zu gehen. Wer das Duell gewinnt, geht automatisch nach Hause. Wer verliert, fliegt raus, muss dann auch leider nach Hause gehen. Beginnen wird heute Manfred. Guten Abend, Manfred. Freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Hast du eine gute Mannschaft mitgebracht? Guten Tag. Das ist mir hier wieder viel zu stickig. Das war jetzt nicht alles. Fahrradfahrer bist du? Mann, wo haben Sie denn Ihren Führerschein gemacht, junger Mann? Mann. Wollen wir losspielen? Eine Minute für dich. Die Schnellraterunde startet. Gib mir viele richtige Antworten und die Zeit startet. Der Bruder meiner Schwester ist verwandtschaftlich betrachtet auch mein... Tageskarte. Bruder, wie heißt laut einem Gedicht von Theodor Storm der Gehilfe des heiligen Nikolaus? Soleier. Knecht Ruprecht, welches Wuppertaler Wahrzeichen... Oh, meine Güte, da wird einem ja schlecht, sagen Sie mal. Welche Hunderasse heißt wie ein Fehlwurf beim Kegeln? Welcher australische Bundesstaat hieß früher Van Diemen's Land? Tasmanien. 1.500 Euro, so starten wir heute. Aber ich bin dein Gegner. Den Gegner holen wir jetzt. Und ich bin sehr gespannt, wer heute Abend gegen euch alle vier, Manfred, Marianne, Lena, Christian, antreten wird. Ist es der Bibliothekar Klaus Otto Nagorsnik, gebildet wie Kevin, den er übrigens auch noch aus der Schule persönlich kennt? Oder ist es der Gigant Holger Waldenberger? Er will den Kandidaten immer gerne der Gang nach dem Eisenhammer vortragen. Oder ist es der Quizgott Sebastian Jacobi, smart wie James Bond und diplomatisch wie ein Killer? Kevin? Oder ist es der Besserwisser, Sebastian Klussmann? Sie haben auch noch gefehlt, Herr Klussmann. Brusthaartopee schon gestriegelt für die nächste Sendung. Auf wen hättest du mal so richtig Lust heute? Soleier. Du verlierst sowieso. Hier kommt der Jäger. Wer ist der Brust und hat sein eigenes Lied? Schön, Sie mal wieder zu sehen. Möchte Ihnen Manfred Kurfiss vorstellen. Hallo Manfred. Guten Tag. Machen wir das so. Manfred gegen Sebastian Jacobi. Jetzt geht's richtig los mit dem ersten Duell. Die Jagd beginnt. Hier kommt die erste Frage. Wer war von 1938 bis 1940 US-Botschafter in London? A. Roosevelt, B. Kevin oder C. Kennedy? Was hast du genommen? Wen hast du genommen? B. Kevin, sagt Manfred. Wir brauchen B. Kriegen C. Was sagt der Jäger? C. Alles Gute. Okay. Manfred, Marianne, komm, weiter geht's. Hallo Marianne. Hallo. Schön, dass du da bist. Schade, dass Manfred schon los musste, ne? Was hast du dir vorgenommen hier in der Schnellraterunde? Bitte mach's kurz und schmerzlos. Machen wir das so. Knapp 3.000, zweieinhalb. 2.500 Euro ist eine gute Basis. Was hältst du von Herrn Jacobi? Also das geht ja überhaupt nicht. Mach mal dein entschlossenstes Gesicht. Wo hast du das her, Ulf? Das ist gut. Hier kommt der Jäger. Marianne, das ist Sebastian Jacobi, lange
schaut sie sich schon, Herr Jacobi, jetzt lernt sie sie mal kennen. Das ist ja auch schön. Fan der Sendung der ersten Stunde, wie ich höre. Ja. Grüß Sie, Marianne. Hallo. Ach, die Jagd beginnt. Stopp, 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 stopp. Ich drücke dir die Daumen, Marianne, es geht los. Ja, 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 ja. Wegen Oscar-Mangels wurde Anfang der 40er Jahre die Rohstofftrophäe aus welchem Material gefertigt? A. Aus Glas, B. aus Gips oder C. aus Holz? Keine Ahnung, was hast du? Gips. Genommen? Ich habe Gips genommen. Gips, jetzt brauchen wir Gips. Was ist richtig? Gips! Gips! Und Christian, jetzt wollen wir einen Dreier haben. Komm. Ja, ja, ja. Gut. So, Christian, jetzt gehen wir richtig mit Werf ins letzte Duell. Guten Abend. Hallo. Erklär mir bitte kurz die Nummer mit dem Jubelschrei. Weltmeister im Jubelschrei, oder was? Ja, ich habe beim Fernsehwettbewerb mitgemacht und ja, ich habe einfach den längsten Jubelschrei der Welt gewonnen. Was hast du geschrien? Tor! Tor. Ja. Und wie lange hast du durchgehalten? Also wie? Boah, ich glaube, es waren 6 Sekunden. Also es mussten auch über 80 Dezibel die ganze Zeit gehalten werden und das war die Herausforderung. Warum? Weil er meinte, also wie soll ich sagen? Weil er meinte, dass ich ein Verhalten habe wie ein Dreijährigen. Heiliger. Schön, dass du da bist. Deine 60 Sekunden starten genau jetzt. In welchem Land beaufsichtigt die Bundesbehörde SEC den Wertpapierhandel? London. In welchem Land beaufsichtigt die Bundesbehörde SEC den Wertpapierhandel? Dresden. In welchem Land beaufsichtigt die Bundesbehörde SEC den Wertpapierhandel? Berlin. Doch, mir reicht's jetzt auch hier. Das war gefragt, gejagt für heute. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Tschüss und... Mega. Meinte, dass ich ein Verhalten habe wie ein Dreijährigen.